So, hallo, es ist schon viel zu lange her, dass wir Portal 2 und Portal Stories Mel und Portal 1 gespielt haben. Also wirklich extremst lange her. Ich weiß noch, Portal habe ich angefangen, weil ich in einer der Vorlesungen an der Uni jemanden gesehen habe, der Portal gezockt hat. Einfach auf seinem Platz. Hat einen Laptop dort gehabt und hatte dann dort Portal gezockt. Habe ich bestimmt in Portal 1 am Anfang erzählt. Und das war eines der ersten Projekte auf meinem Kanal. Portal. Ewig her. Dann kam Portal 2. Dann gab es Portal Stories Mel, was eine coole Mod war. Und jetzt, gestern, kam, also am 19. April, eine neue Mod raus für Portal, die ziemlich gehypt wird. Und zwar Portal Reloaded. Ich weiß nicht viel davon. Ich habe ein paar Ausschnitte aus dem Trailer gesehen. Es gibt wohl ein drittes Portal. Eine dritte Art von Portalen. Und irgendwie geht es um Zeit auch. Also Zukunft und Vergangenheit. Man kann da wohl irgendwie so ein bisschen hin und her noch reißen, wodurch dann neue Rätsel entstehen. Ich bin sehr gespannt. Wir sind ganz kurz in den Optionen. Ich will euch nur die Einstellungen zeigen, dass ihr wisst, was ich gemacht habe. Ich habe es jetzt mal so weit eingestellt, wenn es am Ende zu leise ist, kann ich hier natürlich noch weiter hochdrehen. Wir lassen es jetzt mal, wie es ist. Ich denke mal, Stimmen sollte man verstehen können. Aber ich habe auch mal die Subtitles angemacht. Je nachdem, wie das Ganze dann aussieht. Also hier gibt es die Optionen None, Subtitles Only und Full Captions. Ich weiß nicht, was Full Captions ist. Vielleicht so Sachen wie irgendwelche noch Geräusche oder sowas. Ich habe jetzt mal Subtitles Only gemacht und wir werden ja sehen, was passiert. Bei Video relativ normale Einstellung. Ja, das ist, ja. Und ansonsten steuerungstechnisch sieht es jetzt auch nicht wahnsinnig spannend aus. Man steuert ja mit der Maus, WASD zum Bewegen. Und es gibt eben jetzt drei Portale. Blue Portal, Orange Portal und das Time Portal. Keine Ahnung. Toggle Indicators F, Use Object E, wie gewohnt Portal eben. Wenn ihr diese Mod auch spielen wollt, die Mod selbst ist kostenlos, aber es wird natürlich als Basis Portal 2 vorausgesetzt. Also ihr braucht Portal 2 und dann könnt ihr die Mod euch holen. Die ist kostenlos, die gibt es auf Steam, Link in der Beschreibung. Wir starten, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ach, guck mal. Wir spoilern uns drin. Ha! Es gibt einfach deutsche Subtitle. Ja, nice. Give me that. Sehr nice. Habe ich jetzt die deutschen Subtitles drin? Play the. Ach so, ich muss hier dann draufklicken. Play the game with German Subtitles. Achso, und dann trotzdem aber auf New Game. Okay. Wir gucken mal, was passiert. Meine Firewall blockt Portal 2. Jetzt geht's. Jetzt geht's nicht mehr. Hello, test subject. Alter, Sarah, Firewall, nein. was willst du? You have been in stasis for. And? Four. Decades. Okay, ich muss. Was willst du, Firewall? Lass mich einfach spielen. Welcome to the Aperture Science Long Term Da fuck. You have been selected to take part. Okay, ich muss noch mal neu starten. Sekunde. Es geht gerade die ganze Zeit während dieser Sequenz springt meine Firewall an von meinem Virenprogramm. Und ich sage, er soll zulassen und ich sage Antwort speichern und er nervt mich 2 Sekunden später wieder und bricht dabei. Junge, ich mach dich gleich einfach aus. Das hört gerade nicht mehr auf. Das kommt gerade immer wieder.
Haben wir es jetzt? Wir probieren das nochmal. Was war das denn für ein Quatsch? Hello, test subject. 4509. You have been in stasis for 16 days and 4 decades. Hey. Wie immer in jedem Portal-Spiel, wir sind ein Testsubjekt. Wer hätte es gedacht? Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. You have been selected to take part in a very special testing course. Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat, or blurry vision, or death. Death is immer if you experience any of the aforementioned side effects, please do not hesitate to write them down in your test report. Alles klar, machen wir. Ich hoffe, ich bin laut genug. Sieht aber eigentlich vom Ausschlag her gut aus. This vacuum tube will take you to your testing area. You will be further instructed there. Okay. Good luck. Oh. Kann zoomen. Ah ja. Ich hätte mal ein bisschen zoomen können an den Rand. Es sah ziemlich detailliert aus, wie da die ganzen Menschen drin waren in den Testsubjektkammern. Sah wirklich sehr detailliert aus. Ich hoffe übrigens, die Maus nimmt es nicht auf, dürfte aber nicht sein normalerweise. Jo. Ich bin übrigens wieder sehr gespannt, ob jetzt... Ich meine, je mehr Mods kommen, irgendwann wird doch Valve auch merken, hey, wir sollten vielleicht mal langsam ein Portal 3 announcen. Weiß es nicht. Ich meine, wenn die Leute es schaffen, bessere Fortsetzungen zu Portal 2 zu bauen, als Valve selbst, wird es irgendwann kritisch. Hui! Welcome to the Enrichment Center. These automated messages will guide you through your test today. The okay. Door in front of you is programmed to open in approximately 20 years. This test can be solved in two different ways. Option 1. Wait patiently. Option 2. Time travel to the future. The choice is yours. However, if you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue that option. The okay. Time portal will open and testing will begin in 3, 2, 1. Okay, also diese grünen Dinger sind Zeitportale. Und er hat gesagt, man kann aber auch einfach warten. Ich schätze mal, wenn man wartet, wird man sterben. So. Sensors indicate that you have not yet stepped through the time portal. Okay, ich versuche mal ein paar Texte zu triggern. Wir gucken mal, was passiert. Ihr kennt mich ja. Ne, das you have still not traveled through time. Please enter the time portal. Na, das Ding ist, das ist jetzt wahrscheinlich an die Zukunft und in der Zukunft ist dieses Ding offen. Das heißt, man könnte eben auch Geduld haben. To help you decide, the Enrichment Center is going to provide you with two new options. Option 1. Step through the time portal. Option 2. Die from thirst. The choice is yours. Ich liebe es jetzt schon. Wir warten mal noch weiter. Ich will die Texte sehen. Ich will sehen, wie viel sie gemacht haben. Okay, ich schätze mal, da ist dann Schluss und damit sagen sie dann aus. Okay, du brauchst nicht so lange warten, bis das Ding hier aufgeht. Geh in die Zukunft. Oder ist es jetzt die Zukunft oder die Vergangenheit? Also hier sieht es ja recht
Okay, alles aus und hier sieht so verfallen aus. Also könnte das Welcome Zukunft to the future. Sein. Ja, Zukunft. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. In order to help you distinguish between the present and the future, this part of the Enrichment Center has been left untouched for the last 20 years. You may see some signs of decay. Don't worry, the Enrichment Center is designed to withstand centuries without proper maintenance. Find a way to exit the chamber. Also das heißt, wenn wir solche Portale haben, bleiben wir im gleichen Raum, allerdings einmal der Raum in der Zukunft und einmal der Raum in der Vergangenheit. Gecheckt. Ich habe noch keine Portal Gun, wollte ich nur mal kurz anmerken. Da ist jetzt wieder ein... Okay, das ist jetzt wieder ein Zeitportal und es bringt mich in den gleichen Raum. Hier gegenüber war mal die Tür. Jetzt sehe ich die Tür hier, ne? Dahinter ist praktisch die Tür, aber man kommt nicht ran, weil es ist alles hier zerfallen und kaputt gegangen und so weiter. Ah doch, da sieht man's. Da ist die Tür. Cool. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, lande ich in dem gleichen Welcome Raum back to in the der present. Vergangenheit oder If Gegenwart. If you are ever unsure which timeline you're in, simply observe your environment. The present should always look a bit cleaner than the future. Und hab dann also die Möglichkeit, ja, da hin und her zu reisen. Dieses Ding hier ist nicht da. Jetzt will ich mal gucken, ist es dann... Ja, das ist... Okay, das ist, Das ist punktgespiegelt. Das ist punktgespiegelt. Das ist nicht achsensymmetrisch gespiegelt, ne? Also es ist jetzt nicht auf der Seite der Schalter, sondern es ist punktsymmetrisch gespiegelt. Wie wenn hier das Zentrum ist und du hier eine Linie durchziehst, wäre hier drüben eigentlich dieser Schalter. Also es ist punktsymmetrisch immer gespiegelt. Okay. Ja, und jetzt kann ich einfach da durchlaufen. Nur hier ist wahrscheinlich nichts weiter. Ich will natürlich immer gerne ausprobieren, weil ich meine, Portal selbst war ja schon ein Spiel, wo man viel rumprobieren konnte. Ich weiß natürlich nicht, wie viel die hier jetzt in dem Mod eingebaut haben, aber ich meine, da es ein Fan-made Portal-Game ist, werden sie natürlich versuchen, sich stark an dem Original, was den Humor angeht und so weiter und die Atmosphäre, werden sie stark versuchen, sich da, ja, anzupassen. This Aperture Science Test Subject Teleportation Device will dematerialize your body and rematerialize it in the next chamber. This process is absolutely safe. Usually. Gucke kurz, aber das ist einfach der ganz normale Exit. Okay. Ja, wir werden dematerialisiert und gleich wieder materialisiert. Das ist vollkommen sicher. Gar kein Problem. Denn immer wenn in Aperture irgendwas sicher ist, ist es garantiert auch sicher. So. Kann ich wieder zurück? Nein, natürlich nicht. Okay, wir haben nach wie vor keine Portal Gun. Ich bin gespannt, in welchem Rätsel wir das. These next chambers will involve cube and button-based testing with the perks of time travel. Mhm. Okay. Also wir kriegen noch lange keine Portal Gun. Wir werden wahrscheinlich erstmal nur mit dem Zeitportal so ein bisschen hin und her getestet, damit man sich an das Zeitportal überhaupt erstmal gewöhnt. Okay. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. Wenn hier ein Würfel rauskommt, ist da auch rausgekommen. Wenn ich jetzt aber hier den Würfel natürlich bewege, moving wirft a cube nicht. In the present will automatically update the location of the same cube in the future. Ich wollte gerade sagen, dürfte sich das nicht ändern, aber es ändert sich. Das heißt, die Räume sind tatsächlich so miteinander verbunden, dass wenn ich jetzt hier den Würfel hinlege, ist der in der Vergangenheit dann auch wirklich dort. Ah. Okay, das ist interessant. Das ist interessant.
Na, wir wollen das hier drücken. Da muss der Schalter drauf. Der Würfel drauf. Und da das ja aber... Okay. Wenn ich also den Würfel jetzt hier hinsetze, dann ist er in der Vergangenheit hier. Und jetzt kann ich ihn hier this future version of the cube da drauf setzen. Please continue to the next chamber. Das ist krass. Jetzt könnte ich hier durch, aber kann ich jetzt... Moment, stopp. Ich habe jetzt in der Zukunft die Tür geöffnet. In der Gegenwart dürfte die Tür somit nicht offen sein. Genau. Weil nur... Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja. Weil nur... Ich wusste nicht, dass ich den schieben kann. Weil ja natürlich nur die Gegenwart Auswirkungen auf die Zukunft haben kann. Jo, das gefällt mir jetzt schon. Wenn ich in der Zukunft den Würfel verschiebe, hat das in der Gegenwart natürlich keine Auswirkung. Wenn ich aber in der Gegenwart den Würfel verschiebe, realisiert das die Zukunft wieder. Wobei, alleine, dass ich jetzt hier durchlaufe, dürfte den Würfel schon wieder versetzen. Nein? Okay. Alles klar. Yo, das ist nice. Das heißt, jetzt reisen wir in der Zukunft in die nächste Ebene. Secrets werden gesucht. Keine Secrets bisher entdeckt. Was ist hier? Okay. Ich werde jetzt auch nicht jedes einzelne Loch untersuchen, ne? Aber ich meine, wir kennen ja die Portal-Secrets. Okay. Ab dafür. Understanding the concept of cause and effect will be vital to solving the upcoming tests. Ja, nice. Simply put, everything you do in the present has an impact on the future, but not the other way around. Ja, nice. Okay. Doch, der Raum ist jetzt wieder verbunden mit der Gegenwart und wir müssen beide Schalter drücken und dann geht hier die Tür auf. Da ist ein Würfel. Dieser Würfel hat jetzt keine Auswirkung auf die Gegenwart. Ja, wenn ich den jetzt hier hinsetze, ändert das in der Gegenwart überhaupt nicht. Moment, was passiert, wenn ich den Würfel jetzt in die Gegenwart mitnehme? Das geht also. Okay, man kann den Würfel mitnehmen. Jetzt habe ich hier zwei Würfel. Ist das schon das Rätsel? Ist das schon das ganze Rätsel, wenn ich jetzt hier den Würfel da drauf... Das ist ja der Würfel von... Ah! Das ist ja der Würfel von da. Got it. Got it, got it, got it. Stimmt, dieser Würfel ist dieser Würfel. Das heißt, wenn ich den jetzt bewege, macht der einen Abflug. Yo. Ich bin ein bisschen mindblown, wie gut das hier funktioniert. Okay. Das heißt, ich kann den zum Beispiel da draufsetzen, ich kann mich hier draufstellen und dann wird es aufgehen. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, ist der immer noch weg, weil ich den ja hier rüber genommen habe. Okay. Wenn ich jetzt den hier in die Zukunft mitnehme, habe ich... Nice try, but bringing a present cube to the future violates the laws of causality and is therefore impossible. Andersrum funktioniert's. Alles klar.
Das heißt, Objekte aus der Gegenwart können nicht in die Zukunft, Objekte aus der Zukunft können aber in die Gegenwart. Das heißt, ich kann den hier hinsetzen. Dann kann ich den hier hinsetzen. Good thinking. While it is impossible to bring a present cube to the future, this clever trick allows you to have two versions of the same cube in one timeline. This will prove to be very useful in future chambers. Ja, verstehe. Dürfte jetzt aber sozusagen den hier nicht mehr bewegen, weil ich mach's kurz, sobald ich den bewege, ist alles wieder weg. Coole Geschichte. Coole Geschichte. I like. So kurz, ob da irgendeine spannende Geschichte ist hier, irgendwas. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir hier mal ab. Ist ein kleiner Einstiegspart in die ganze Geschichte. Das wird natürlich relativ schnell. Ich meine, es ist nur eine Mod, also das kann jetzt nicht ein riesiges Spiel sein. Das dürfte relativ schnell relativ interessant werden. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich hoffe, es hat ordentlich aufgenommen. Ich muss jetzt erstmal kontrollieren. Wenn es nicht aufgenommen hat, kann ich gleich nochmal aufnehmen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.